Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um das Grundregelwerk zu Starfinder, herausgegeben von Ulysses Spiele, und das ist eine Science-Fiction-Erweiterung zu Pathfinder. Viel Spaß! Nein! Nein, das ist der Knopf, der uns alle umbringt! Ja, wie ich eben schon angekündigt habe, geht es dabei um ein Pathfinder-Erweiterungsspiel, ein Grundregelwerk mit vielen, vielen Seiten, die wir uns jetzt im Verlauf ansehen wollen, und mit unglaublich hübschen Bildern, die ich immer mal wieder einblende. Es gibt dabei, wie beim Pathfinder-Regelwerk üblich, auch viele Tabellen. Seid da nicht böse, wenn ich die überblätter, weil es in einer Rezension wenig Sinn mache, dass ich jetzt Tabellen bespreche oder auch Regeln erkläre. Das ist nicht Sinn und Zweck dieser Rezension. Ja, es geht natürlich los mit einer kleinen Übersicht. Ihr könnt auf der rechten Seite auch immer sehen, wo, in welchem Kapitel wir uns ungefähr befinden. Ich finde das ganz hübsch gemacht. Übersicht, Charakterschaffung, Völker und so weiter. Da kann man dann schon gleich die Struktur von diesem Buch erahnen. Und naja gut, Übersicht, auch das werden wir wieder überblättern. Was ist ein Rollenspiel? Welche Würfel kann man werfen? Werde ich hier alles eben überfliegen. Das ist dann alles das für die grundlegenden Einsteiger, die noch gar nicht wissen, was das ist. Ja, just bevor irgendwas anderes hier in diesem Buch passiert, kümmern wir uns um die Charaktererschaffung. Und da finde ich, ist das schon ein bisschen zu früh, zumindest zu meinem Geschmack. Ja, es wird natürlich ein bisschen auch dann zu den Charakteren erklärt, welche Völker kann ich spielen, welche Rassen. Aber wenn ich die Welt noch nicht kenne, das wird eben ganz hinten gemacht, könntet ihr dann an der Übersicht auch erkennen, dann weiß ich wenig über die Welt, vielleicht zu wenig. Und da muss ich dann wirklich auf die Beispieltexte vertrauen, die mir da an die Hand gegeben werden. Wir dürfen uns dann aussuchen, und zwar die verschiedenen Völker, die hier angeboten werden, Androiden, also irgendwelche humanoiden Roboter, die mittlerweile auch Gefühle haben, die eigene Rechte bekommen haben. Ja, und dann sowas wie Rattenvölker, Echsenmenschen, normale Menschen, irgendwelche Insektoidenwesen und so weiter, die ich dann im Verlaufe vorstellen werde. Natürlich dann auch Charaktermotive. Das ist dann sowas wie der Gesetzlose, der Gelehrte oder der Geistliche. Ganz, ganz typische D&D oder Pathfinder-Motive. Die hier auch dann demjenigen bekannt sein dürften, der schon in diese Werke reingeschnuppert hat. Der wird dann also sehr, sehr viel wiedererkennen und sich hier wie zu Hause fühlen. Man müsste dann eben wirklich mit diesem Sci-Fi-Aspekt müsste man dann sehr klarkommen wollen und so ein bisschen abseits den Dungeon Crawl suchen von dem normalen Fantasy Dungeon. Hier wird dann eher auf Raumschifferkundung oder Planetoidenerkundung gegangen. Ja, natürlich sucht man sich auch noch eine Klasse aus, auch das gucken wir uns jetzt alles an. Ja, hier kann man schon mal ein paar Tabellen erkennen, mit denen man sich dann ja die Völker aussuchen kann. Die Werte, die dann die Leute hier bekommen. Menschen sind dann mit plus 2 ausgestattet, die können sich aussuchen, wie sie was skillen. Die anderen bekommen plus 4 und minus 2. Also summa summarum ist es hier schon mal ziemlich balanced, muss ich sagen. Das ändert sich dann später wirklich nochmal bei den Völkern, wenn man auf die Sonderfertigkeiten guckt. Ja, auch das darf in keinem D&D-Buch fehlen, die Gesinnungstabelle, rechtschaffen, neutral, chaotisch und gut, neutral oder böse, was dann selbstverständlich auch nochmal erklärt wird. Was ist denn ein chaotisch guter Charakter? Was hat er für eine Motivation? Oder was ist ein neutraler Held? Auch das ist dann vielleicht nochmal für denjenigen, der es gar nicht kennt, ein bisschen merkwürdig, aber auch das wird hier eben alles erklärt, wie man dann einen solchen Helden spielen könnte. Das kann sich auch im Verlauf ändern. Also wenn man sich hier was aussucht und dann irgendwie anders spielt, dann kann der Spielleiter auch sagen, ja, du bist jetzt irgendwie von deinem rechtschaffenen Weg auf den neutralen Weg gewechselt. Das kann eine ganz grobe Idee sein, wie mein Charakter gespielt werden könnte. Hier wird nochmal was zu den Motiven gesagt, die hatte ich ja eben auch schon angesprochen, den Gesetzlosen, den Kopfgeldjäger, einen Xeno-suchenden Söldner. Hier auch schon mal mit Bildern, die sagen jetzt noch nicht so sehr viel aus, aber das wird dann im Verlaufe des Buches weiterhin erklärt. Auf der rechten Seite kann man dann schon das erste Mal die Berühmtheit bewundern, wenn man sich also eine Rasse ausgesucht hat, das Charaktermotiv, die Berühmtheit kommt, bekommt zum Beispiel Charisma dazu, wir gehen mal auf die nächste Seite.
Und hier finden wir den Gelehrten, der dann Initiative dazu bekommt, oder den Geistlichen, der dann Weisheit erhält. Ja, und so kann man sich das dann ungefähr vorstellen mit den Motiven, die man sich dann aussucht. Fachwissen wird erklärt, Kleriker, göttliches Segen, also wie dann mit Stufenaufstiegen sich dieser Geistliche dann verändert und wie er dann weiterhin angesehen wird. Ja, im Unterschied zu Golarion gibt es dann natürlich einige Spezifikationen. Wir haben außerirdischen Rassen dabei. Hier können wir dann schon den Echsenmensch sehen. Auf der ganz linken Seite wird da gerade so ein Insektoider weggeballert. Ja, es gibt dann noch irgendwelche merkwürdigen Tentakelvölkchen, die dann irgendwelche Auswüchse vorne dran haben. Auch das wird dann eben hier auf den nächsten Seiten erklärt, damit ich auch weiß, welche anderen Wesenheiten ich dann neben dem Mensch spielen kann. Ich erkläre das einfach mal am Beispiel der Schirren. Das sind die Insektoiden, könnt ihr auf der linken Seite erkennen, weil ich die persönlich am besten finde. Also wenn ich mir einen Charakter bauen würde, dann wäre es wahrscheinlich ein Schirren. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Ja, wir können oben erkennen, so Name des Volkes, dann die Charakter oder die Rassenmodifikation. Die bekommen +2 Konstitution, +2 Weisheit und Charisma-Abzug, weil sie so seltsam aussehen. Dann gibt es noch einen kleinen Beschreibungstext. Die Insektoiden Schirren waren einst Teil eines gefräßigen Schwarmes, heuschreckenartige Raubtiere und so weiter. Dann gibt es da eine Größenkategorie, damit man grob einrechnen kann, wie sind die im Vergleich zu Menschen, sind die kleiner, sind die größer, und die Volksfertigkeiten, Blindgespür, Gemeinschaftssinn, kulturelle Faszination und so weiter. Und hier wird dann das vorherige Balancing, was ich angesprochen hatte in der Tabelle, wird dann hier durch so etwas noch leicht abgeändert, dass es nicht mehr ganz so balanced ist, wie es am Anfang in der Tabelle aussah. Ich freue mich immer, wenn ich einen Schirren nehmen kann und dann auf jede Klasse loslassen kann. Das heißt, egal welches Volk ich habe, ich kann jede Klasse dazu wählen. Und das ginge hier zwar, aber es ist nicht ganz so sinnvoll. Das liegt einfach daran, dass die Volksfähigkeiten spezielle Klassen wahrscheinlicher machen. Sonst macht man sich da ziemlich viele Volksfähigkeiten nutzlos. Das ist mir aufgefallen bei dem Echsenvolk. Die sind dann sehr gut eingekleidet mit schwerer Plattenrüstung. Und wenn man sein Völkchen ohne Plattenrüstung spielen will, dann ist zum Beispiel der Echsenmensch ist dann da keine gute Wahl, weil er dann einfach diese Volksfertigkeit verliert, aber das greift schon ein bisschen weit. Also, wir haben hier die Erklärung zu den Schirren, dann wie spielt er sich? Gerade weil es ein Außerirdischer ist, da muss man sich ein bisschen reindenken. Da wird dann noch gesagt, du bist wahrscheinlich das und das, Vertreter anderer Völker könnten über dich das und das denken. Dann, wie wird ihr Körper beschrieben? Was ist das für eine Heimatwelt, auf der sie leben? Wie ist deren Gesellschaft aufgebaut oder die Beziehung zu anderen Völkern? Warum bist du auch Abenteurer geworden? Und ganz zu guter Letzt typische Namen, die mir ja auch zum Beispiel sehr gefallen, einfach mal ohne irgendwie Vokale arbeiten und dann einfach Tschrk heißen. Gefällt mir, finde ich cool. Wie gesagt, wenn ich mir einen Charakter bauen würde, dann wäre es auf alle Fälle ein Schirren. Gut, nachdem wir uns ein Volk gewählt haben, dürfen wir uns natürlich auch eine Klasse aussuchen. Das sollte, glaube ich, auch klar sein. Und hier gehe ich einfach mal auf die Klasse, die ich mir dann wählen würde. Auch wenn es dann passt oder nicht passt, aber da schauen wir einfach mal rein. Ja, ich persönlich würde mir einen Gesandten bauen, da bitte nicht das Bild von dem Menschen dann ansehen. Das ist ein Beispiel, wie ein menschlicher Gesandter aussehen könnte, aber als Schirren würde das natürlich eben ganz anders sein. Die bekommen Ausdauerpunkte dazu, das könnte man dann eben auch hier oben erkennen, K.O.-Modifikation +6. Ja, wieder ein eine kleine Beschreibung, was das überhaupt für eine Profession, was das für eine Klasse ist, und weitere Schlüsselattribute, die hier erklärt werden, Klassenfertigkeiten, alles auf der linken Seite, wie er mit Rüstung und Waffen umgeht, ob er eine leichte hat, ob er eine schwere hat. Das wird hier eben alles erklärt. Natürlich dann auch nochmal die Stufen, der Aufstieg, wenn ich dann eine Klasse aufsteige, eine Stufe aufsteige, wie werden meine Sachen verändert, wenn ich dann Zähigkeits-, Rettungswürfel-Bonus bekomme oder sowas. Das wird hier eben alles auf den folgenden Seiten erklärt, sodass ich, wenn ich einen Gesandten spiele, dann lege ich mir einfach ein kleines Lesebändchen hier rein, und wenn ich dann eine Stufe aufsteige, kann ich mich anhand dieser Tabelle da
abhangeln. Und da wird mir alles erklärt, was ich brauche. Da muss ich nicht im gesamten Buch rumblättern, sondern eben nur auf diesen paar Seiten, die mich und für meinen Gesandten dann eben relevant sind. Es folgen hinten noch ein paar Beispielcharaktere, wie sowas aussehen könnte. Gemeinsam dann mit dem Motiv könnte die Klasse dann so ein bisschen anders aussehen, ein bisschen anders gespielt werden. Das heißt, wenn man das Motiv des Xenosuchenden gewählt hat, dann verändert sich der Gesandte mit dem Motiv Xenosuchenden zum Botschafter, damit man da noch so ein bisschen Variation drin hat, damit man weiß, wie spielt man den Xenosuchenden anders, als wenn er das Motiv eines Pilotenasses nimmt oder einer Berühmtheit, Motiv Berühmtheit mit dem Gesandten, dann wäre das zum Beispiel jemand, der als Unterhändler irgendwo verhandelt. Wir können dann hier auch eine weitere Rasse erkennen. Neben dem Rattenmenschen gibt es dann auch Leute mit vier Armen, die dann Kasatas genannt werden. Ich blätter nochmal ein bisschen nach vorne, da können wir dann nochmal sehen, was es dann für Klassen gibt. Der Agent beschreibt sich, glaube ich, von alleine, da zusammen dann mit der Motivation spielt er sich auch nochmal wieder ganz anders. Aspiranten fokussieren Energie, welche die Dinge miteinander verbindet, steht hier. Das ist so eine Mischung aus dem Priester und einem Magier, wenn man so möchte. Ja, Gesandten ist auch so ein bisschen der Priester. Mechaniker wäre eher so eine Art Jäger, so würde ich ihn beschreiben bei normalen Pathfinder, weil der Mechaniker sich eigene Kreaturen zusammenbaut, beziehungsweise Drohnen, Roboter, die dann für ihn kämpfen, während er dann hinten steht und sich dann aus der Entfernung in andere Maschinen reinhackt. Also quasi so ein bisschen der Fernkämpfer, der mit Pets agiert. Solaria ist ganz merkwürdig und abgedreht. Das sind dann Leute, die benutzen Sternenenergie, was sich dann eben auch von Solaria ableitet, von Solar, Sonne. Die benutzen dann Photonen bzw. Gravitonen, um ja entweder Licht zu erzeugen oder um Schwerkraft zu erzeugen, um dann Rüstungs- und Schilde um sich zu legen. Ganz, ganz abgespaced. Ist mir so, glaube ich, noch nicht vorgekommen. Soldaten kann auch ziemlich verschieden gespielt werden. Es gibt dann auch Kriegssoldaten, Kampfmagier, könnte man sich damit bauen, aber auch eben dann ganz, ganz generischen Söldner auf Fernkampf, auf Nahkampf. Da kann man sich auch eine ganze Menge zu erfinden. Und der Technomagier ist eine Mischung aus Technologie und Magie. Die Magie ist hier so ein bisschen merkwürdig erklärt. Das ist alles so miteinander verwoben. Da könnte man auch wie der Mechaniker Maschinen beeinflussen aus der Entfernung. Man kann aber eben auch Köpfe explodieren lassen aus der Entfernung. Je nachdem, ob man da dann einen Heiler spielen will, ob man da einen Schadenszauberer spielen will, einen Beeinflusser. Das ist dann alles so ein bisschen schwurbelig, aber da kann man sich eine ganze Menge dann eben zu ausdenken. Und wer bei Pathfinder seine Lieblingsklasse hatte, der wird sich hier auch finden. Zusätzlich aber eben auch noch viele verschiedene andere Möglichkeiten, die mir hier nicht ganz klar sind, weil ich das normale Pathfinder nicht kenne. Das sei dazu auch gesagt. Kann auch sein, dass ich hier ein paar Fehler bringe, da einfach dann auf die drauf aufmerksam machen in den Kommentaren. Aber zu dem Solari habe ich, wie gesagt, keine andere Idee. Ich vermute, es könnte so eine Art Druide sein, der dann vielleicht mit Naturzaubern und Gleichgewicht arbeitet. Dem Solari ist, wie gesagt, das Gleichgewicht ganz wichtig. Hier so ein bisschen als Überblick über die Klassen. Ja, hier auch noch einmal ein paar Bilder, ein paar Beispielcharaktere für den Soldaten. Einfach auch, weil das ein paar hübsche Bilder sind. Die sind jetzt zwar nicht so ganz abwechslungsreich, aber man kann auf der linken Seite sehen, eben mit dem Motiv Söldner, dass man da dann entweder sowas wie ein Leibwächter spielen kann oder ein Nahkämpfer. Oder wenn man den Scharfschützen nimmt, beziehungsweise dass eben ein Scharfschützen ausdrückt, den Soldaten mixt mit dem Gesetzlosen, dann könnte eben so ein kleiner Rattenmensch dabei rauskommen, der ganz heimlich agiert, sich dann irgendwo hinlegt und dann mit einem Präzisionsgewehr Leute abschießt. Oder wenn wir mit dem Motiv Geistlicher dann einen Soldaten wählen, dann wäre das eine Art Zauberkrieger. Wie auch immer das nur dann ausgedrückt ist, aber das würde eben immer bei diesen Beispielcharakteren stehen. Und ich glaube, beim Durchblättern dieses Grundregelwerks kommt man auf ganz viele coole Ideen, die man da dann als Klasse verwirklichen kann. Ja, jetzt kommt es zu den Teilen, die ich überblättern werde, zumindest zu großen Teilen, weil wir bei den Fertigkeiten, das sind dann wieder viele Tabellen, viele Beschreibungen von Regeln, das ist das, was ich dann überblättere, weil es da auch keine coolen Bilder zu gibt.
Das ist einfach der ganz normale Kram, wie Fertigkeiten beschrieben werden. Wann darf ich Computer benutzen? Wann darf ich klettern? Wann darf ich Biowissenschaften einführen? Wann darf ich schwimmen? Wann darf ich lügen? Das ist wirklich das, wie es hier erklärt wird. Da kann ich nicht wirklich viel mehr zu sagen. Es gibt noch ein paar Schwierigkeitsmodifikationen, wenn ich die Fertigkeit habe oder nicht. Wann ich sie benutzen darf, wann ich sie steigern darf. All das wird dann eben hier im Fertigkeitenbaum erklärt. Ja, danach folgen die Talente. Auch die werde ich zu großen Teilen überblättern. Wir schauen natürlich noch einmal kurz rein. Vielleicht gibt es ja ein cooles Bild für uns. Sonderfertigkeiten, wenn man sie so beschreiben möchte, die man sich dazu kaufen kann, damit dann andere Sachen besser werden. Wir haben dann auch sowas wie Voraussetzungen. Wann darf ich mir sowas kaufen wie, sagen wir mal bei Entdeckung gehen, im Kampf. Wann darf ich mir sowas kaufen? Wie sind die Voraussetzungen? Ich brauche dann Grundreflexbonus von +2. Und was ist dann der Vorteil, wenn ich mir das gekauft habe? Was komme ich dadurch? Oder natürlich eben ganz andere Sachen, die dann hier in alphabetischer Reihenfolge abgebildet sind. Wann darf ich mir mächtige durchschlagende Zauber kaufen? Naja, wenn ich mir durchschlagende Zauber gekauft habe und so weiter. Also das wird hier eben alles erklärt, aber wie gesagt, im Rahmen einer Rezension werde ich nicht weiter auf die Talente eingehen. Ja, diese kleinen Viecher, diese Goblins, waren unter anderem der Grund, warum ich Starfinder zunächst nicht ganz für voll genommen habe. Einfach, wenn ich ein Weltraum-Rollenspiel sehe und mir dann irgendwelche goblinoiden Kreaturen mit so einem mit so einer Glaskuppel vorgesetzt werden, die eingerissen ist mit einem Pflaster auf dem Schädel, damit dann irgendwie die Risse abgedeckt werden. Wenn ich sowas sehe, dann da hatte ich zu Anfang schon mal keinen Bock mehr auf dieses Rollenspiel, sag ich ganz ehrlich, aber das sind einfach irgendwelche kleinen Lemminge, irgendwelche Gegner, die es hier gilt zu besiegen, die dann irgendwie rumnerven. Das sind nicht die Spielercharaktere, wie gesagt, die sind dann doch relativ cool beim Durchblättern, hatte ich ja kurz nochmal erklärt, was da so alles bei war. Wir kommen damit aber zur Ausrüstung und das ist ein Teil, wo es natürlich auch wieder viele Tabellen gibt, aber das ist so ein bisschen das Herz von Pathfinder. Wenn ich dann meinen Dungeon abgeschlossen habe, wie darf ich mich hier ausrüsten? Diese Seite, diese Waffentabelle, hier wird natürlich dann noch einmal gezeigt, wie man diese Sachen lesen kann, wie man sie lesen sollte. Da kann man sich dann ja einige Handwaffen raussuchen, Feuerwaffen, Einhandwaffen, Zweihandwaffen, wie viel Schaden sie machen und wie teuer sie sind, wie schwer sie wiegen. Das ist, wie gesagt, so ein bisschen das Herz. Ich kloppe ein paar Monster, steige eine Stufe auf, bekomme Gold und kaufe mit dem Gold neue Sachen. Und das muss mir, also ich wie gesagt, ich habe noch nie Pathfinder gespielt, aber da muss ich sagen, allein beim Lesen bekommt man da einen wässrigen Mund und hat da richtig Lust, sich da auszurüsten mit den verschiedenen Sachen, die hier drin stehen. Wir haben dann natürlich auch ein paar schöne Bilder, die hier angezeigt werden, damit ich eben auch weiß, was ist ein Flammenwerfer, wie sieht der aus, wie trage ich den, was ist eine verkürzte Schrotflinte. Wir haben hier eine schwere Reaktionskanone und zusammen mit diesen Bildern entwickelt man da eine echt gute Vorstellung und will dann natürlich diese Sachen auch besitzen. Ja, viele Seiten später gibt es dann natürlich auch nochmal die Bilder zu den Nahkampfwaffen. Ich finde, das ist hier auch ein bisschen abgeguckt von Warhammer 40k oder Warhammer. Das lässt sich hier gar nicht leugnen, wenn dann mit irgendwelchen Ketten, Sägenschwertern agiert wird, mit irgendwelchen Energiewaffen. Sei denen aber gestattet, weil die Zielgruppe trotz Sci-Fi eine etwas andere ist. Pathfinder ist ja immer so ein bisschen Dungeon-Crawlig und Warhammer 40k sollte man dann ja eher auf Horror spielen. Zumindest wenn man es richtig macht, sollte das nicht zum reinen Dungeon-Crawl verkommen, sondern da sollte dann, wie gesagt, eher Stimmungsspiel erzeugt werden. Neben den Waffen gibt es natürlich auch nochmal Rüstungen, die hier ganz wichtig werden. Auch da brauchen wir natürlich wieder Bildmaterial, was dann hier nachgereicht wird. Und auch hier ist die Ähnlichkeit zu Warhammer 40k nicht ganz abzustreiten. Natürlich, wenn wir dann unten rechts auf die Seite gucken, bei dem Jarl-Töter, eine Servorüstung mit eigenem Energiezufuhr, erinnert so ein bisschen an die Rüstung von Tony Stark oder Iron Man, in der Mitte dieser Kristall. Aber, na gut, so eine Servorüstung, das ist natürlich abgekupfert von Warhammer 40k, von den riesigen Space Marines, die da drinnen stecken. Aber auch da, wenn ich das lese, bekomme ich irgendwie Bock, dann mit meinen Völkern, mit meinen Rassen, mit meinem Charakter, den ich erstellt habe, mir solche Sachen dann zu kaufen, wenn ich dann Dungeons
bezwungen habe und das Geld einstreiche. Und das ist schon ziemlich cool gemacht. Natürlich gibt es auch Aufwertung, das heißt, wenn mir irgendwann mal ein Arm abgerissen wird oder ein Bein, gar nicht verzweifeln, kann man alles neu nachwachsen lassen, kann man mit Kybernetik ausbessern. Entweder man züchtet sich einen zweiten Arm organisch oder wie gesagt, man macht das als Roboter. Hier steht dann natürlich auch nochmal die Aufwertung drin, die Stufe, wie teuer sowas wird und wo dann am Körperbereich sowas eingesetzt wird. Ziemlich cool, das heißt, wenn man da irgendwann mal einen Arm verliert, gar nicht traurig sein, geht weiter. Persönliche Aufwertung finde ich auch ziemlich lustig. Auch das ist eine Art Warhammer 40k abgekupfert. Der Synergie-Symbiont, ein Hybrid, eine Kaulquappe, so wird er hier beschrieben. Ein im Labor gezüchtetes Ding, was dann an den Körper, an die Körperregion angebracht wird. Das vergreift sich dann irgendwo in der Wirbelsäule oder da, wo man es braucht. Und wird dann zu einem Organ, wird dann also vom Körper assimiliert und das verrichtet dann neue Aufgaben, sodass der Körper einfach leistungsfähiger ist, egal wo man das Zeug dann einsetzt. Ziemlich coole Sache. Wie ich finde, sind die taktischen Regeln bei so einem System ganz besonders wichtig. Wenn man dann nämlich kämpft, sollte man auf alle Fälle ja sowas wie einen Bodenplan haben mit irgendwelchen kleinen Figuren drauf oder Token, wenn man online spielt. Da kommt man meines Erachtens nach nicht drumherum, damit es eben zu diesem typischen Pathfinder-Erlebnis wird, beziehungsweise dann eben Starfinder. Und da werden auch nochmal die Regeln erklärt, auch wieder mit hübschen Bildern. Ja, viele, viele Beispiele, die hier drin stehen, damit auch gerade Neulinge, die Pathfinder-Regelwerke nicht besitzen, das alles verstehen. Ist wie gesagt ein komplett eigenes Grundregelwerk, komplett unabhängig von Pathfinder. Aber hier wird dann nochmal erklärt, was sind dann Gelegenheitsangriffe, wie sind Reaktionen, sonstige Handlungen, wer kann wen sehen, wie ist das mit dem Deckungssystem. Und hier sind dann eben abgebildet in so einem Gang die Token, die dann eben auf diesem Gang, in diesem Raumschiff miteinander kämpfen und wer wen dann abschießen kann und so weiter. Also ist hier echt richtig gut erklärt und das macht schon Spaß. Da wartet man auf das nächste Abenteuer und hofft dann, dass man durch die Gänge ziehen kann oder irgendwas kaputt schießen darf. Ja, weitere Erklärung zur Bewegung, zur Position, die ich hier wieder einmal nicht drauf eingehe. Ich wollte euch einfach nur noch ein weiteres Bild zeigen, damit ihr ungefähr wisst, was euch erwartet. Natürlich wird das Ganze auch noch einmal für Fahrzeuge erklärt. Die hätte man sich bei der Ausrüstung, kann man sich noch seine eigenen Hoverbikes kaufen, wenn man das machen möchte. Wenn man dann durch die Wüste oder durch den Schnee fährt mit eigenen kleinen Hoverbikes, kann man dann natürlich auch so seine, in Anführungsstrichen, Dungeons erkunden oder sich auf so einem Feld dann bekämpfen. Das würde natürlich auch gehen. Ihr könnt es dann auf der rechten Seite bei der Übersicht auch schon sehen, dass hier das Ganze auch nochmal für Raumschiffe gemacht werden kann. Das heißt, nicht nur auf bodennahen Dungeon kann man sich eben bekriegen, sondern das geht eben auch noch mit Raumschiffen. Da gibt es die Regeln eben ein Kapitel später. Wir befinden uns immer noch bei den Fahrzeugregeln. Hier sind dann solche Beispiele angegeben, wenn man die ganzen Sachen nicht verstanden haben sollte, was bei so einem Wall of Text natürlich auch vorkommen kann, dann würde es hier nochmal mit einem Bild gezeigt werden, sodass man sich das hier eben noch so einmal ansehen kann und dann sollte es man spätestens verstanden haben. Wann kann ich beschleunigen und ein anderes Fahrzeug einholen? Wann kann ich den Autopiloten benutzen? Wann kann ich Schritt halten und wann kann ich dann von einem Fahrzeug auf das andere rüberspringen und solche Sachen, das wird hier alles erklärt. Und damit kommen wir zu dem Kapitel Raumschiffe. Auch da kann man dann natürlich die gleichen Regeln nochmal anwenden und dann auf den luftleeren Raum übertragen, aber es soll hier in diesem Kapitel auch darum gehen, dass man sich ein eigenes Raumschiff nicht unbedingt aussucht, aber das, was der Spielleiter einem dann gegeben hat, könnte man dann verbessern oder wenn man dann später ziemlich reich wird, könnte man sich natürlich nochmal eigene kaufen. Aber das erste Raumschiff wird dann vom Spielleiter gestellt. Das hat auch einfach den Grund und den Sinn und den Zweck, dass die Spieler sich nicht einfach das Schönste und das Beste aussuchen, nach dem Motto, ja, das haben wir jetzt. Ja, an diesem Kapitel kann man dann auch erkennen, dass das ganze Starfinder-System eher Fantasy ist und nicht unbedingt Science-Fiction. Es ist halt Weltraum-Fantasy. Und die Erklärung, die hier für die Weltraumreisen gegeben werden ist, naja, es gibt halt Götter und die Götter haben das jetzt erlaubt, dass man mit Überlicht reisen kann und deswegen geht das. Es ist natürlich ein bisschen gefährlich, aber man kann das jetzt mit der Technik, die einem da weiterhilft und den Rest machen die Götter. Finde ich ein bisschen schade, wie gesagt, Science-Fiction-Freunde werden da überhaupt nicht auf den Geschmack kommen, ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Aber da muss man dann in dem Fall, wenn man Starfinder spielt, muss man da einfach mit leben,
Ich werde es einfach nur noch einmal erwähnen, der Vollständigkeit halber. Und wir kommen zum Raumschiffbau. Das ist so ein bisschen ein nächster Held, der hier geführt wird von allen Spielern, vom Spielleiter. Weil das erste Raumschiff ist auch quasi so ein kleiner Charakter, kann man sich so vorstellen, bekommt einen eigenen Namen, bekommt eine eigene Heldenklasse, also levelt dann auch mit, bekommt nicht unbedingt selber Erfahrung, aber wenn die Helden Erfahrungspunkte bekommen und mitleveln, dann levelt das Raumschiff mit und kann dann eben dementsprechend verbessert werden. Es hat eine eigene Rüstungsklasse, ein eigenes Zielerfassungssystem, also so ein bisschen Fernkampfwerte. Und da kann man sich dann ziemlich austoben, sodass das Schiff selber so einen kleinen, leichten Charakter entwickelt, dass man sich wirklich zu Hause fühlt, wenn dann eben das Raumschiff größer und größer wird und irgendwelche zusätzlichen Aufbauten bekommt. Ich kann mir das schon richtig cool vorstellen, wenn dann alle an diesem Raumschiff hängen und nicht unbedingt sich ein neues kaufen, sondern das alte behalten wollen, weil man damit schon so viel erlebt hat. Ja, natürlich werden auch noch andere Raumschiffe vorgestellt, die dann von NPCs geflogen werden können. Natürlich könnte man sich auch selber überlegen, ob man sich sowas mal klaut oder organisiert. Das ist jetzt ein Beispiel für diese etwas anderen Raumschifftypen. Ja, Eoxisch, das leitet sich ab von einem Planeten, das wird später beim Hintergrund nochmal erklärt, was Eox ist. Und ja, da gibt es dann verschiedene Raumschifftypen. Da kann man dann hier sich so ein bisschen nochmal diese kasatischen Raumschiffstypen ansehen. Wer da irgendwie was findet, der kann dann sagen, würde ich gerne haben oder das ist was, wo ich gerne hinwollen würde. Was ich eben schön finde, ist, dass die Bilder, die dann dazu gezeigt werden, extrem cool sind. Die passen dann auch zu den einzelnen Völkern. Hier haben wir dann wieder diese Schirren, die Insektenwesen. Das ist das, was ich mir dann hätte gebaut, wenn ich mir einen Charakter erstellt hätte. Und ja, da kann man dann eben wirklich nochmal die eigenen Rassen erkennen, wenn man dann hier sich nochmal die veskischen Schiffe ansieht, also diese Echsenmenschen. Die unterscheiden sich dann doch schon ziemlich stark und da kann man auch diesen militärischen Einschlag erkennen, auch wenn man in einem schwarzen Weltall nicht unbedingt so grüne Tarnfarbe braucht, aber dass das von so einem Echsen, so einem grünen Echsenwesen vollkommt, diese Raumschiffe, das wird da schon relativ klar. Dann haben wir die gleichen taktischen Regeln auch nochmal für Raumschiffkämpfe. Ich finde das ein bisschen schade, dass dieses Kapitel dann nicht bei den taktischen Regeln gelandet ist, sondern bei den Raumschiffen eben. Da leidet so ein bisschen die Struktur drunter, wie ich zumindest finde. Aber naja, gut, dass man sowas im Raumschiffkapitel findet, okay, soll so passen. Aber dann hätte man das durchaus auch bei den taktischen Regeln aufführen können, wobei sich das nicht unbedingt davon entscheidet. Auch wenn dann hier im dreidimensionalen Raum gekämpft wird und nicht nur im zweidimensionalen Raum auf einer Oberfläche, aber das soll so passen. Ja, wir kommen letztendlich noch einmal zu Magie und Zauber. Auch das wird einmal thematisiert, weil ja, wir haben weiterhin Götter, wir haben weiterhin Magie und wir haben Technik. Das ist nichts, was sich widerspricht. Das ist etwas, was sich ergänzt. Hier werden dann nochmal die Regeln dazu erklärt. Wer das normale Pathfinder kennt, wird sich da dann auch sehr schnell wieder wohlfühlen und wissen, worum es geht. Da hat sich nicht so viel wirklich Neues getan. Da müsste man dann sich nochmal die neuen Zauber ansehen, die es jetzt hier dazu gibt. Aber ansonsten ist das das alte Pathfinder. Wir haben verschiedene Zaubertypen bzw. Kategorien, Magiearten und auch verschiedene Levelbereiche. Das heißt, wenn ein Held auf Stufe 1 ist, dann kann er vielleicht mit Nasenbluten anfangen. Und wenn ein Held auf Stufe 18 ist, dann kann er die Köpfe einfach so explodieren lassen, weil er da gerade Lust zu hat. Und dann gibt es einen feinen Blutregen. Je nachdem kann man das natürlich auch auf andere Kategorien und Magiearten abwälzen. Das heißt, wenn man einen Heilmagier spielt, dann ist er dementsprechend auch mit Level 1 oder Level 18 dementsprechend mächtig. Ja, hier kann man dann nochmal ein schönes Bild sehen oder das Ganze nochmal aufgeklärt anhand der Schule. Das heißt, wir sind jetzt hier gerade bei der Feuerwand, Schule Hervorrufung und Kategorie ist Feuer. Der Zeitaufwand steht drin, die Reichweite und der Effekt. Das ist also nichts, was man irgendwie aus einem anderen Buch auch nicht kennen würde. Das ist ganz normales Magie-Grundregelwerk. Und sollte dementsprechend schnell lesbar sein. Das heißt, wer irgendein Magier baut, der sucht sich hier seine Zauber raus und danach macht man das Kapitel wieder zu. Ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, das von vorne bis hinten durchzulesen, aber naja, Magie ist Magie.
Ja, das obligatorische Kapitel, wie kann ich Spiel leiten? Auch das gibt es hier. Tipps und Tricks für den Meister, für den Spielleiter, damit er hier nicht ganz alleine gelassen wird, vor allem wenn er eben neu in der Welt von Pathfinder ist oder allgemein in der Welt des Rollenspiels, damit man mit diesem Grundregelwerk eben auch ordentlich anfangen kann und nichts weiteres braucht. Ja, da gibt es dann eben Regeln zu, wie belohne ich meine Spieler, wie erstelle ich Begegnungen, wie mache ich es spannend, wie kann ich irgendwie ordentlich erzählen. Wie stelle ich den Weltraum dar? Ja, so Sachen eben. Und wie äußert sich Schwerelosigkeit? Wie kann ich das Wetter auswürfeln? All solche Sachen, das werdet ihr hier drin finden. Die Werte von einem NPC sollten für einen erfahreneren Spielleiter relativ selbsterklärend sein. Aber auch hier gilt wieder, wer das Ganze noch nicht gemacht hat, der kann es dann hier auf dieser Seite nochmal nachlesen. Und hier wird nochmal eine ganze Menge auch erklärt. Da hat man dann den groben Überblick, wenn man dann irgendwie was braucht, wenn man gerade wieder vergessen hat, wie das Ganze zu lesen ist. Dann kann man hier nochmal reinschauen und dann erfährt man eben, wie viele Erfahrungspunkte gibt der, was hat der für einen Heldengrad, wie zaubert der, was hat der für ein Angriffsverhalten und so weiter. Relativ zum Schluss kommt dann die Spielwelt und wird erklärt und hier wird dann eben darauf eingegangen, was ist damals passiert, sind wir immer noch in der gleichen Welt wie damals Golarion, also Pathfinder, Spoiler, ja, wir sind in der gleichen Welt. Man kann prinzipiell auch seine alten Spielercharaktere mit ins Feld führen, durch einen Zeitriss oder durch den Willen der Götter könnte man das eben erklären, wenn man das denn machen wollen würde. Die haben dann natürlich ein paar Probleme mit der Technik, aber gerade wenn ich sowas wie Starfinder spiele, ich glaube, dann wollte ich mir auch eine neue Rasse mal ansehen, sowas relativ Exotisches und nicht unbedingt auf meinen alten Elfen, Zwergen oder Menschen sitzen bleiben, Gnome. Das wird dann später auch noch erklärt, wie ich die alten Charaktere transformieren kann in die Welt von Starfinder. Das wird ja auch nochmal beschrieben, aber hier soll es erstmal um die Spielwelt gehen. Hier auf diesem Dokument, auf dieser Seite, kann man sich dann ansehen, wie ungefähr diese Zeitlinie von Starfinder funktioniert. Und das Ganze fängt an mit dem Intervall. Das war vor 317 Jahren und zu dem Zeitpunkt hat man irgendwie ja alles vergessen, was vorher war. Das fing so langsam an, das hat eine ganze Zeit gedauert, sodass dann die Leute alle weggestorben sind. Und dann hat das wieder aufgehört und man konnte sich wieder normal an Sachen erinnern. Aber alles, was vor diesem Intervall passiert ist, ist ja einfach weg. Das dient einfach dazu, dass man dann diese Technik nicht erklären muss, die war einfach irgendwie schon immer da, man benutzt die und dann gab es irgendwie zwischenzeitlich Kriege. Da sind alle Völker und alle Rassen sind davon betroffen und man schiebt das jetzt eben auch auf so ein Gott, Triun, hat sich hier offenbart, also der Gott des Weltraums, der jetzt diese Zeitreisen erlaubt, beziehungsweise dieses Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit. Das ist so ein bisschen die Erklärung dazu, wenn man dann in alte Bibliotheken geht oder sich alte Computersticks ansieht. Das ist alles ein bisschen widersprüchlich. Auch darüber könnte man nichts in Erfahrung bringen. Das heißt, wir sind einfach im Jahr 317 und vorher gab es nichts. Das ist so einfach dieser Aufhänger für Starfinder. Dann werden nach und nach alle Paktwelten erklärt. Die liegen dann hier in diesem Sternsystem zusammen. Auch da wird der Wissenschaftler sich dann denken, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber wir sind ja in einem Fantasy-System und nicht so sehr in einer Science-Fiction-Welt. Von daher nimmt man das einfach so hin. Abalon, Castrovel, Akiton, die werden dann hier nach und nach erklärt. Es gibt dann noch so ein paar Raumstationen von... ja, den Paktwelten. Golarion ist übrigens verschwunden. Das war auf der dritten Ebene, da wo jetzt nur noch Station Absalom ist. Da lag mal Golarion, aber Golarion ist einfach entrückt worden, ist weg und zurückgeblieb jetzt nur noch diese Station, die damals schon um Golarion gekreist ist. Ja, fragt mich nicht, warum das so ist, das weiß keiner. Ja, jetzt nach und nach werden die verschiedenen Planeten erklärt, immer mit Durchmesser, Masse, Gravitation, Atmosphäre und auch wie lang ein Tag ist oder wie lang ein Jahr ist, was ich ganz interessant finde. Ja, und da wird dann eben auf dieser unteren Seite wird dann immer so ein bisschen was zu diesen Planeten erklärt und ein Beispiel gegeben und da sind dann ab und zu auch ein paar nette Ideen für Spielleiter da drin, was man denn auf diesem Planeten alles tun könnte, wo da Probleme sind, die man lösen könnte oder welche Aufgaben dann die Charaktere dort übernehmen können.
Die Planeten selbst unterscheiden sich tatsächlich ziemlich stark voneinander, sodass ich da echt ein Gefühl für so eine bunte Welt entwickle. Und wenn ich selber Spieler bin, dann wüsste ich gar nicht, wo ich als erstes hinfahren soll mit meinem Raumschiff, weil überall ist irgendwie Abenteuer und ich habe irgendwie Bock auf jede der einzelnen Welten mal kennenzulernen. Es ist echt richtig, richtig viel. Da müsste man natürlich nochmal so ein paar einzelne Regionalspielhilfen zu rausbringen, damit man dann Verkis oder wie sie alle heißen, noch ein bisschen genauer erklärt, ein paar einzelne Städte ausführt oder so, weil innerhalb von diesen ein bis zwei Seiten mit diesem Bild zusammen kann man sich nicht ganz wirklich ein Bild dazu reimen. Es ist natürlich ein ganz grober Überblick, aber da würde ich mich nur freuen, wenn da ein bisschen mehr zu kommt und die Planeten eben noch ein bisschen besser erklärt werden. Aber das würde dann natürlich auch in den einzelnen Abenteuern nochmal gemacht werden, wenn man sich dann eben die Abenteuer durchliest, vorbereitet, die haben dann natürlich nochmal einen übergeordneten Blickwinkel zu diesem Planet. Bethesda ist zum Beispiel noch ein Planet, den ich euch gerne zeigen würde. Nicht unbedingt wegen dem Bild, sondern eher wegen den Kreaturen, die hier auf diesem Planeten leben. Die haben überhaupt keine Metalle bei sich auf dem Planet, weil das alles Gas ist. Und die mussten sich dann, damit sie in dieser technologischen Welt mitkommen, haben sie sich dann einfach auf Bio-Werkzeuge spezialisiert, beziehungsweise Biotechnologien, und können dann neue Gliedmaßen wachsen lassen oder Dienerrassen, Dienervölker, wenn man da irgendwas bestellt. Man kann auch irgendwelche speziellen Viren oder Bakterien bestellen und bekommt die dann nach kurzer Entwicklungszeit, was ich ziemlich cool finde. Und deswegen wollte ich einfach mal diesen Planeten nochmal vorstellen. Ja, wenn wir mit dem Sonnensystem fertig sind, schauen wir uns noch ein paar andere Sonnensysteme an, die in der Nähe von dem Golarischen Sonnensystem liegen. Und, da wird das alles ein bisschen ein bisschen grober zusammengefasst. Man kann auch hier sehen, dass es dann wenig Text ist, wenig Bilder. Aber auch da bekommt man so eine kleine Vorstellung dazu. Hier zum Beispiel dann Vescarium. Das ist dann ein eigenes Sonnensystem dieser Echsenmenschen, die die ganze Zeit im Krieg führen. Es gibt aber noch viele weitere, die dann hier vorgestellt werden, und wer dann außerhalb von diesem Sonnensystem spielen will und sich auf anderen Planeten rumtreiben will, der kann dann hier sich nochmal eine andere Vorstellung davon abholen, wie das eben aussehen könnte. Zudem werden auch weitere Fraktionen vorgestellt, den kann man sich anschließen. Wer dann also irgendwie ein Android sein will und dann für die Rechte der Androiden kämpfen will als Terrororganisation, der kann das tun. Wer irgendwann mal, einen Arm abgeschossen bekommen hat und dann ein kybernetisches Gliedmaß dazu bekommen hat, wie diese Ratte hier, oder ein Auge, der kann sich dann eben den Verbesserten anschließen. Wir haben dann hier noch die freien Kapitäne, das sind einfach Piraten mit so einem Ehrenkodex, oder wir haben die Höllenritter. Es gibt noch viele weitere, aber wer da irgendwie noch eine Fraktion braucht, der sich anschließen kann, damit er seine moralischen Kodizes verfolgen kann, der wird hier auch fündig werden. Ja, ansonsten Glaube und Religion. Ich hatte ja schon gesagt, dass es Götter gibt, auch viele unnötige Götter, aber irgendwer wird seinen Gott hier schon finden. Man kann hier auch viele Anleihen nicht nur bei Cthulhu finden, die werden hier ganz unten zum Beispiel in Yalatotep in der Tabelle, da kann man dann sie erkennen. Es gibt aber auch noch weitere der äußeren Göttern, aber ansonsten gibt es hier auch sehr viele Anleihen von Warhammer 40k, also auch da wird man, wenn man es denn kennt, Sachen wiederentdecken. Ja, und das ist das Abschlusskapitel. Da wird dann noch einmal erzählt, wie ich meine Helden übernehmen kann, wenn ich das denn machen wollen würde. Auch hier wieder viele Regeln, die werde ich jetzt nicht wirklich rezitieren. Da können wir einfach nochmal drüber schauen. Wenn ich jetzt einen Elfen mir erstellt habe oder einen Gnom, wie bekomme ich das dann eben in Starfinder umgemünzt? Aber unabhängig davon folgt danach nur noch das Glossar und der Index, und damit würde ich dann eben auch dieses Buch wieder zumachen und wir kommen zur Bewertung. Zeichnung und Layout. Ihr habt das gesehen, 4 von 4 Punkten. Unglaublich viele farbige Sachen, die ziemlich hochwertig gezeichnet sind. Ich hatte mir überlegt, ob ich für wechselnde Zeichenstile oder wechselnde Qualität noch einen Punkt abziehe oder einen halben Punkt abziehe. Aber bei den Mengen an Zeichnungen, die dann so viel Inspiration schaffen, mal ganz im Ernst, da muss ich 4 von 4 Punkten geben. Das ist richtig, richtig klasse, was die hier eben an Künstlern investiert haben, damit man hier eben so ein schönes farbiges Werk hat, und das Layout ist eben genauso gut.
Teilweise hatte ich das Gefühl, dass die Schrift ein bisschen kleiner war, als ich das mir eigentlich gewünscht hätte. Aber das ist alles noch total im Rahmen. Redaktion und Struktur. Ja, hier muss ich 2 von 4 Punkten geben, weil mir das Kuddelmuddel nicht gefällt. Es fängt, das hattet ihr gesehen, an mit der Charaktererschaffung. Danach werden die Völker erklärt, die Klassen. Ja, aber zu dem Zeitpunkt habe ich noch überhaupt keine Ahnung, was das hier für eine Welt ist, was das für ein Hintergrund ist. Und den würde ich ganz gerne vorne haben. Ganz vorne und nicht ganz hinten. Dann, ich hatte dann bei den Raumschiffen, hatte ich schon erwähnt, dass man da die taktischen Regeln eben noch ja in die taktische Regeln rein verschieben kann. Und nicht eben bei den Raumschiffen, da muss man eben die Raumschiffe zuerst erklären. Meinetwegen irgendwie hinter die Klassen und hinter die Völker, weil das ist ja eben auch irgendwie ein mitlevelndes Raumschiff. Und von daher würde ich sagen, erklärt erst das Raumschiff und danach macht ihr die taktischen Regeln. Und dann könnt ihr die ganzen Sachen zusammenpacken. Auch Magie und Zauberei. Warum steht das dann irgendwie ganz hinten und nicht bei den Talenten? Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Also dieses ganze Buch ist ein Durcheinander. Und das ist richtig schlimm. 2 von 4 Punkten. Und das ist echt noch gnädig. Bonuspunkte. Hier gebe ich 6 von 8. Ich habe überlegt, wo will ich ungefähr hin. Ich ziehe Punkt dafür ab, dass es Science Fiction vortäuscht, aber keine ist, weil, naja, ich habe das im Hintergrund, habe ich mir das angeguckt. Die Welt funktioniert so, wie sie hier dargestellt wird, überhaupt nicht. Zumindest physikalisch ist das ein reiner Blödsinn. Das wird hier eben alles mit Fantasy erklärt, mit irgendwelchen Göttern, die das so hingebogen haben. Und damit muss man sich abfinden, das muss man eben wissen, wenn man darauf zurückkommt. Hier muss man keine Erklärung erwarten, das ist dann einfach so. Nehmt das einfach hin, Götter, Magie, irgendwie noch ein bisschen Technik mit reingemogelt und dann wird das schon passen. Dann gibt es viele Ähnlichkeiten und vor allem wird ja auch viel geklaut. Bei Cthulhu, bei Warhammer 40k und das gefällt mir auch nicht. Deswegen ziehe ich da auch nochmal einen Punkt ab, aber jemand, der Pathfinder gespielt hat, wird hier richtig, richtig viel wiedererkennen und wird sich unglaublich drüber freuen. Vor allem eben auch beim Kampfsystem oder auch bei der Charaktererschaffung, die werden das echt feiern. Wenn also eine Pathfinder-Gruppe in den Weltraum expandieren will, dann unbedingt mit diesem System. Das ist ein ganz großer Pluspunkt. Ich habe mir jetzt nochmal den Preis pro Seite angesehen. Auch das ist ausschlaggebend für die Bewertung. Es kostet 60 Euro im Hardcover. Das ist natürlich verständlich, weil das ganze Ding irgendwie in Vollfarbe gedruckt werden muss. Und bei 530 Seiten sind das 11 Cent pro Seite. Das ist wenig. Das ist wirklich wenig. Wenn man sich jetzt dahingehend aber nochmal die PDF ansieht für 10 Euro, dann ist das einfach ein Witz. Das sind nicht mal mehr 2 Cent pro Seite und das ist so unglaublich günstig. Das liegt auch daran natürlich, dass es eine Übersetzung ist, dass es aus dem Englischen kommt und dass man hier keine eigenen Künstler bezahlen musste, sondern dass man das Ganze, wie gesagt, nur übersetzen musste und dann layouten. Von daher kann man das irgendwo nachvollziehen, dass das dann nur 10 Euro sind, aber ganz im Ernst, bei 530 Seiten und einem Preis von 2 Cent pro Seite, das ist richtig, richtig wenig. Von daher vergebe ich da dann die 6 von 8 Punkten, trotz den negativen Kritiken. Ja, damit kommen wir dann eben mit 4 und 2 und nochmal 6 sind dann 12 von 16 Punkten. Und damit kommt das Buch eigentlich ziemlich gut weg, muss ich sagen. Man könnte hier für Pathfinder ja, Spieler noch ein paar Punkte nach oben geben. Das heißt also, wenn ihr wirklich aus dieser Ecke kommt, dann besorgt es euch. Auch wenn es bei euch nur am Schrank steht oder bei euch auf dem Computer rumliegt. Aber für 10 Euro kann man echt nichts falsch machen. Und auch bei 60 Euro, das ist natürlich erstmal eine Stange Geld, aber das ist ein richtig dickes Buch. Das war meine Rezension zu Starfinder. Ich überlege mir nochmal, ob ich mir die Abenteuer ansehe. Da könnte man sicherlich eine ganze Menge nochmal überlegen, ob man da vielleicht sogar spielt oder ob man da irgendwelche Ideen rausklaut für andere Systeme oder ja, müsste man sich mal überlegen, ob euch sowas interessiert, ob ich nochmal mir den Abenteuerband ansehe. Aber das war es soweit erstmal zu dem Grundregelwerk. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao.